Jo, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen kurzen Tutorial von mir. Heute zeige ich euch in ein paar Minuten, wie ihr kostenlose Musik für eure YouTube-Videos bekommt. Zwei verschiedene Wege zeige ich euch und mit dem ersten fangen wir direkt mal an. Für den ersten Weg, das ist die normale YouTube-Musik-Library, ja, wo auch Soundeffekte sind, müsst ihr YouTube-Partner sein. Das ist relativ einfach. Ihr erstellt euch einen Kanal und könnt ihn dann über diesen Link, den packe ich unten in die Videobeschreibung, euren Kanal bestätigen. Dann seid ihr automatisch Partner. Das ist heute ganz leicht und dauert keine 5 Minuten. Wenn ihr das habt, ja, dann geht ihr hier oben auf eurem Banner, geht auf YouTube Studio und geht von hier aus auf Video Tools. Wenn ihr diese Video-Tools, ja, sagen wir mal, habt, dann habt ihr hier auch direkt, zack, 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 die ganze YouTube-Library. Wir können uns mal ein Lied anhören. Ja. Da geht's von Rap, Hip-Hop, Rock, alles dabei. Das ist schön geordnet nach Stil, das ist nach Musikrichtung, das ist nach Länge geordnet. Die Interpreten habt ihr auch dabei, auch wenn ihr die wahrscheinlich nicht kennen werdet. Ne? Total einfach gemacht, selbst nach Farben hier, je nach Stimmung, die die Musik gerade ausdrückt. Echt cool, benutze ich auch saumäßig viel. Hier die angesprochenen Soundeffekte. Da kommt ihr, ob jetzt eine Tür sich öffnet. Hört man gerade, glaube ich. Ah, jetzt hat man es gehört. Jetzt habe ich drüber geredet. Ja, könnt ihr euch runterladen und dann könnt ihr auch eure Videos monetarisieren. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr diese Musik benutzt, trotzdem noch Geld damit verdienen. Anders ist es hier bei der werbeunterstützten Musik. Die könnt ihr auch nehmen. Ja, das sind normalerweise berühmtere Lieder. Die könnt ihr zum Großteil in einigen Ländern benutzen, einige auch in Deutschland. Die Sache ist die, wenn ihr die benutzt, könnt ihr eure Videos nicht selber monetarisieren, sondern die werden monetarisiert vom Künstler und der kriegt dann das Geld dafür. Da könnt ihr also zwar kein Geld selber mit verdienen, aber ihr könnt die benutzen. Der zweite Weg, den habe ich letztens erst selber so ein bisschen mehr benutzt, sind die sogenannten No-Copyright-Sounds. Das heißt, ihr habt verschiedene YouTube-Kanäle oder Seiten, einen werde ich euch jetzt direkt mal zeigen, wo ihr Musik von benutzen könnt, die aber gewisse Anforderungen an euch dann haben. Das heißt hier bei der NCS, das ist ein großer YouTube-Kanal mit knapp 2 Millionen Abonnenten, die stellen richtig coole Musik für euch zur Verfügung. Die könnt ihr benutzen, ihr könnt eure Videos da auch monetarisieren. Der einzige Haken in Anführungsstrichen ist dabei, dass ihr in eurer Videobeschreibung den Kanal verlinken müsst, ja, wenn ihr die Musik benutzt und dann halt wirklich aufmerksam macht, hier die Musik ist von dem und dem. Ist aber eigentlich gar kein Problem dafür, dass man wirklich hochwertige Musik bekommt, die auch wirklich professionell irgendwie produziert wurde. Den Soundtrack, den ihr auch gerade im Hintergrund hört, die ganze Zeit. Das ist wohl der Soundtrack, den ihr die ganze Zeit im Hintergrund auch hört, ne? Auch von dieser Seite, relativ cool. Der Link dazu ist natürlich dementsprechend auch unten in der Videobeschreibung. Bei sowas müsst ihr mal, wie gesagt, die Videobeschreibung auch durchgucken, beziehungsweise das, was der Uploader da geschrieben hat, denn ihr seid da wirklich verpflichtet, die und die Sachen zu erfüllen, um die Musik auch zu benutzen. Das war es auch von diesem kleinen kurzen Tutorial. Ich hoffe, es hat euch trotz der Kürze ganz gut gefallen. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu neuen Tutorials unten in die Videobeschreibung. Bis dahin würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert. Na, dann sehen wir uns definitiv auch zum nächsten Tutorial oder zu League of Legends Sachen. Ich freue mich darauf. Ein Daumen nach oben kann natürlich auch nicht schaden. Bis dahin, euer Buddy und viel Glück mit eurem Kanal.